So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Longplay. Und zwar Pinocchio, mein zweites Longplay für euch vom Super Nintendo. Und wir wollen natürlich auch direkt starten, oder? Tja, also die Schwierigkeit lasse ich einfach auf normal. Stereo ist okay. Soundeffekte natürlich an, Titelmusik, bla bla bla. Ja, ist alles gut. Ich glaube, entweder war das hier in diesem Menü, also in den Optionen, oder hier im Startbildschirm musste man irgendeine Kombination drücken, je nachdem. Und dann konnte man, glaube ich, die Level aussuchen. Stand auf jeden Fall irgendwo auf so einer Cheat-Seite. Könnt ihr mal ausprobieren, falls ihr mal ein paar Level überspringen wollt und das Ganze mal ausprobieren wollt. Auf jeden Fall ist es ein schönes Spiel. Ich habe es gerne gemocht. Und hier ist auch nochmal die Story. Könnt ihr euch ja mal kurz durchlesen. Weil mein Englisch, wenn ich das vorlese, Leute, nee. Ich kann es zwar verstehen, aber nee, nee, nee. So. Okay, dieses Spiel habe ich damals zum Geburtstag bekommen, wo der kleine Mr. Horror Jumper, ich glaube, 5 Jahre alt wurde, weil das kam 1995 raus. Ja, doch, haut hin. Und hier, das Anfangslevel, das habe ich gehasst. Weil man muss 3 so komische Briefe, glaube ich, sammeln. Und ja, ich verirre mich hier immer. Kennt ihr das auch? Ja, und hier müsst ihr aufpassen, ein paar Dachziegeln gehen hier kaputt, dann könnt ihr runterfallen, aber es passiert eigentlich nichts, weil in diesem Level kann man nicht in die Schlucht fallen und sterben. Das kommt später erst. Hier nerven eher die Gegner, die Möwen und so. Ich glaube, die Bücher, wenn man viele davon sammelt, entweder ist das so, als wenn man sehr viele Zauberstäbe hat, dass man dann mehr Energie bekommt oder wie auch immer. Oder man kriegt dann nach einer Zeit ein Leben, ich weiß es gar nicht mehr. Kann aber auch mit den Hüten zusammenliegen. Genau weiß ich es leider nicht mehr. Aber ihr könnt es mir ja einfach in die Kommentare schreiben, warum nicht? Ja, und was ein Longplay wieder ist, natürlich werde ich das ganze Spiel an einem Stück durchspielen für euch. Wir haben einer dieser Briefe. Es gab doch mehr, als ich gedacht habe, okay. Den goldenen hatte ich jetzt eben. Ich hatte mal kurz den Anfang ausprobiert, damit ich mich ein bisschen zurechtfinde. Um zu gucken, ja, kann ich es noch, kann ich es nicht. Und ja, scheinbar habe ich jetzt gerade einen dieser Briefe gefunden, den ich keine Ahnung, ja, ich hatte keine Ahnung davon, dass es den gibt, aber okay. Scheinbar braucht man dann doch nicht so viele, sondern nur einen bestimmten. Damit muss man diesen Drehmove können. Ja, also den lernt man quasi dadurch, warum auch immer. Habe ich bis jetzt immer noch nicht verstanden. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, wenn ihr besser darüber Bescheid wisst. Und ich fand damals Pinocchio immer sehr schön. Ich habe es gerne geguckt, aber ich fand es immer sehr, sehr krass. Die Stelle, wo man vom Wal verschluckt wird oder verschlungen wurde. Also jetzt auch hier in dem Film. Ich habe auch das Original geguckt, also was so in Real Life sein soll. Ihr wisst, was ich meine. Ah, fand ich auch gar nicht mal so schlecht. Ist natürlich schon sehr veraltet, aber okay, warum nicht. Und da oben ist der blaue Brief. Seht ihr, hier gibt es mehrere. Keine Ahnung, was sie bedeuten. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, damit ich weiß, was es bedeutet. Und da... Ah. Man kann irgendwie nach unten kommen, indem man nach unten gedrückt hält, glaube ich, und an dem Ding bleibt. Genau, dann schleudert es euch nach unten. Wenn ihr Pech habt, dann trifft euch dieser Kater. Das ist einer dieser bösen Fieslinge, wie auch dieser Fuchs, den ihr, glaube ich, eben gerade mal kurz gesehen habt. Ich hoffe, ich verirre mich jetzt nicht so wie eben in dem Testrun, den ich gemacht habe. Das wäre schon ein bisschen peinlich. So, ich denke aber, wir würden es hinbekommen. So ein bisschen müsste ich da schon den Peil bekommen haben. Da. Ja, doch, wir sind in der richtigen Umgebung, sagen wir es mal so. Ich glaube, die anderen Wege, die ich sonst immer gegangen bin, die waren irgendwie falsch. Ich habe so ein Gefühl, wir sind hier richtig. Ich muss nur weiter noch nach rechts. Ach ja. Hier gibt es einige Stellen, die sind echt knifflig für ein Videospiel. Fand ich damals zumindest. Mal gucken, wie ich mich da jetzt noch so anstelle, aber das müsst mal gebacken bekommen. Wovor ich am meisten Angst habe, ist das letzte Level. Und hier, wir haben diesen Drehmove erlernt, wie ihr sehen könnt. Den machen wir auf Y. Ich finde das cool. Er dreht sich und dann dreht er seinen Kopf auch. Das fand ich immer, keine Ahnung, ich mochte das einfach. Und da ist die gute Fee.
Sie gibt uns jetzt erstmal, keine Ahnung, irgendeine Zauberkraft, irgendeine Rose, keine Ahnung, fragt mich nicht warum. Und jetzt wird der arme Pinocchio verarscht. Der wird ausgebeutet. Die nehmen ihn mit und erzählen ihm irgendwas. Und er muss dann, ja, bei einem Theaterstück mitmachen. Als lebensechte Puppe, die Hauptattraktion sozusagen. Das Ganze guckt sich, glaube ich, Jiminy an. Ja, Jiminy, so hieß, ich glaube, die Grille. Hieß sie so? Ja, doch, 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 doch. Ja. Die schaut sich das Spektakel vom Weiten an, aber um sich das angucken zu können, müssen wir erstmal die ganzen Motten hier beseitigen. Und glaubt mir, das dauert manchmal so lange, weil, oh, die sind so ätzend. Glaubt mir, ich habe es gehasst. Aber wir können, Gott sei Dank, können wir blocken. Aber nicht nur blocken. Ah, komm her. Wir können auch nach unten gleiten, indem wir den Regenschirm benutzen auf X. Und ihr merkt auch, einige halten auch ein bisschen mehr aus. Alter. Ich hab doch, jetzt greift er an. Der Sound ist auch ganz lustig. Oh, oh, oh. Da kommt ein Tiefflieger. Oder ein Sturzflug. Können wir den... Nee, wir können ihn nicht angreifen. Verdammt. Das wusste ich nicht mehr. Den können wir nur treffen, wenn wir auf der gleichen Ebene sind. Okay. Seht ihr? Wisst ihr jetzt, was ich meine? Diese Scheißmotten, die trifft man nicht immer. Okay. Drei Stück sind, glaube ich, noch übrig. Müssten wir hinbekommen. Danach kommt eine etwas schwierigere, ja, Herausforderung. Da muss man nämlich sich merken, was man da drücken muss und was die anderen Charaktere machen. Ihr könnt euch das wahrscheinlich schon vorstellen, je nachdem, welche Leute das Spiel kennen oder die auch den Film kennen. Ach ja. Komm her, du Motte. Ich mach dich fertig. Mit dem Regenschirm. Ah, ich hab hier immer Schiss. Hau ab. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Deswegen wollte ich gerade blocken. Nein. Oh, ich hasse das. Nein, nein, nein. Oh, macht mir doch nicht immer so viel Schaden, ihr Pissviecher. Ja, die Motten sind wie im Real Life ziemlich nervig. Was nicht passieren darf, ist, wenn sie ganz nach unten kommen. Dann können die echt ätzend sein, weil dann trefft ihr sie nicht. Und wenn ihr nach unten geht und in die Schlucht fallt, dann seid ihr nämlich tot. Und dann müsst ihr die, glaube ich, nochmal alle besiegen. Und, oh. Ja, komm. Hallo. Danke. Was machst du da? Alter, was ich hier alles abwehre. Jiminy, du bist das perfekte Insektenspray. Alter, komm her. Los, nochmal. Alter, jetzt willst du mich verarschen, oder? Ja, alle besiegt. So, genau. Jetzt setzt er sich zur Ruhe und schaut dem Spektakel zu. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Da oben wird es uns erstmal nochmal angezeigt. Da muss man also Y drücken. Und X. Ach so, okay. Ah, ich verstehe. Ja. Es kann sein, dass ich jetzt etwas ruhig werde. Ich möchte das nämlich nicht so oft verkacken, wenn ich ehrlich bin. Oh nein. So, jetzt muss ich Y drücken. Nochmal. Y, X. Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Nur später kommt die Stelle, wo es nicht so einfach wird. So, so und so. Okay. Hä? Das ist voll der Fehler im Spiel. Ich habe wirklich B gedrückt, anstatt X. Das ist mir damals, glaube ich, auch schon aufgefallen. Ihr müsst nämlich kurz warten, sonst wiederholt er das nochmal, was ihr gedrückt habt davor. Und hier kriegt er auch nochmal ein bisschen Energie. Das sind nämlich die Zauberstäbe. Okay, was machen die jetzt? Einmal drehen, okay, machen wir auch.
Ich finde die Puppen ja irgendwie niedlich, ne? Okay, zweimal drehen und dann... Okay, eins, zwei und Y. Eins, zwei und dann Y. Oh, eins, zwei, Y und A. Eins, zwei, das, das und das. Okay, eins, zwei, das, das und das. Yeah! Okay, bis jetzt läuft es ganz in Ordnung, aber jetzt wird's schwer. So. Die fand ich auch immer ganz süß. Auch wenn sie so komisch grinst. Okay, so. So und nach oben. Ja. Zweimal drehen, okay. Eins und zwei. Ja, okay. Eins, zwei und Y. Korrekt. Jetzt kommt, glaube ich, die letzte Stufe. Die habe ich immer verkackt, weil da wird einem nicht gezeigt, wie man diesen Move macht. Die machen so einen speziellen, und zwar diesen russischen Tanz, glaube ich. Da musste man, glaube ich, irgendwas gleichzeitig drücken oder so. Ich habe immer noch keinen Schimmer, wie man den macht, aber okay. Muss ich mal gucken. Ja, so viel habe ich jetzt auch schon verstanden. Oh, seht ihr, das ist nämlich dieser Move. Der wird einem nicht gezeigt. Nein, das war in die falsche Richtung. Ah. Naja, okay. Versuchen wir es erneut. Komm schon. Nein, in die andere Richtung. Warum macht er den nicht in die andere Richtung? So, so, so. Nein, warum macht er den nicht in die andere Richtung? Muss ich dann oben die dafür drücken oder was? Nein, das war doch total Banane. Ich versuche den jetzt einfach mal direkt am Anfang. Ach so, okay. So macht er den in die Richtung. Ich versuch's jetzt einfach mal, damit ich mir das merke. Ist zwar blöd, vielleicht verlieren wir Leben, aber das ist es mir jetzt wert. Nee, der macht den immer in die Richtung. Aha! Ich glaube, wenn ich die anderen gedrückt halte und dann nach unten, dann könnte es klappen mit dem einen Move. Hä? Warum macht er den denn nicht? Ach so, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Ich weiß jetzt wie. Man muss nach unten und A drücken. So und so. So und so. Unten und A. Yes. Oh, wir haben es überlebt, Leute. Ja, das war jetzt aber eine Gruselsvorstellung, oder? Seid mal ehrlich. Es war aber knapp. So. Wir werden dann angemotzt und so von dem, dass wir nicht nach seiner Pfeife tanzen und so weiter. Und unser Vater sucht natürlich Pinocchio, so viel kann ich euch schon mal verraten. So, wir kommen dann in einen Vergnügungspark, wo es Leckereien gibt, alles was Kindern Spaß macht, wie ihr sehen könnt. Hier müssen wir aufpassen, der hier ist unser Kumpel, also er gibt sich als unser Kumpel aus. Aber das Ganze hat eine Hintergrundgeschichte und das werdet ihr später erfahren. Was schon sehr gruselig damals war irgendwie. Ich fand das ekelhaft. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Könnt ihr mir ja mal sagen, was ihr davon haltet. Hier müssen wir auf jeden Fall von Ballon zu Ballon
springen, weil nach einer Zeit, ihr merkt es schon, verschwinden diese oder gehen kaputt. Ich weiß selber nicht mehr genau, ob wir die ganze Zeit an einem dranbleiben mussten, aber ich glaube eher weniger. Wir mussten, glaube ich, von Ballon zu Ballon springen. Und die Dinger da oben sammle ich jetzt nicht. Es sei denn, wir wollen ein extra Long Part oder Let's Play, wie auch immer. So, das war der richtige. Jetzt kommen wir ganz nach oben. Und jetzt kommt eines der schwierigsten. Ja, ich sag die ganze Zeit schwierig, ne? Aber ja, das ist echt. Da müsst ihr im richtigen Moment ducken oder springen. Da werde ich definitiv failen. Seht ihr? Da muss man nämlich ducken. Hat einer von euch das Schild jetzt schon so schnell sehen können? Nein, oder? Dass es mal nicht so schnell kommt. Und da verliert man auch noch direkt ein Leben. Das müsst ihr euch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Man verliert direkt ein Leben. Naja, wir wissen schon mal, hier müssen wir uns direkt ducken. Vielleicht sollte ich auch instant erstmal ducken. Da steht, glaube ich, ducken oder jump. Keine Ahnung. Das geht doch viel zu schnell, oder? Ich glaube, die Entwickler haben da ein bisschen Mist gebaut. Ja, ich glaube, die Glocke war ein Checkpoint. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich halte jetzt einfach nach unten gedrückt. Ich glaube, das war wirklich das Beste, was man machen konnte. Und wenn da irgendwas ist, dann springe ich einfach aus Reflex. Ich hoffe, ich kriege das hin. Weil wir können ja instant ducken gedrückt halten, ne? Also, so ist es ja nicht. Oh nein, später. Oh, später. Aber ich finde es cool. Die zeigen auch die Achterbahn, die man auch in dem Film sieht. Ab der Achterbahn passiert nämlich etwas, quasi. Oh Mann, es wird immer schneller. Nein, nein, ich werde sterben. Alter Schwede. Nee, nee, nee. Also im Super Mario Maker wäre sowas ein No-Go mit den Schildern, dass sie erst so spät kommen. Oder? Wie seht ihr das? Schreibt mir das in die Kommentare. Pinocchio hat voll die Angst in seinem Gesicht stehen, ne? Man sieht es ja auch. Hier steht noch nicht mal mehr Jump, aber hier ist die Achterbahn ja auch langsamer. Was ich dann... Oh, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. So, und hier müssen wir raus. Und hier müssen wir jetzt die ganze Zeit überleben. Denn hier kommt ein Feuerwerk und das macht uns Schaden. Und ja, unser Kumpel zündet die an. Einfach nur, weil er es cool findet, aber nicht, um uns eigentlich zu schaden. Glaube ich zumindest. Ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht, was es darstellen soll, aber okay. Das Gute ist, manchmal kommen dann auch Items, ob da lebt. Oh, stimmt, die Achterbahn kam ja auch noch. Zum Glück vibriert das Ganze und man weiß Bescheid. Nein, nix wie weg hier. Nach einer Zeit hört das Ganze auf, dann hat man es überstanden. Wann dies der Fall sein wird, keine Ahnung. Boah. Und auf geht's. Hä, ist das Item jetzt verschwunden? Ich höre, glaube ich, nochmal. Ja. Boah. Boah, zum Glück ist es kein Instant-Kill, ne? Verdammt, wow. Mist, ich wollte die Energie haben. Jetzt kommen öfter die Achterbahnen gefahren. Man hört sie auch schon vom Weitem. Los, ist das, hat das Ganze jetzt ein Ende hier oder was? Ach ja, was ihr noch machen könnt, wenn ihr R gedrückt haltet, dann geht die Kamera nach rechts und wenn ihr L drückt, dann nach links. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ja, und wenn ihr nach oben guckt, ne, dann guckt ihr halt nach oben. Finde ich jetzt persönlich nicht so wichtig, aber... Naja, für die Leute, die gerne sammeln... Die wissen dann, aha, da oben ist etwas. Oder auch nicht. Ah, ich habe mich wieder dummerweise treffen lassen, ist okay. Los, her mit dem Zauberstab. Ja, und wir haben es geschafft. Und... Die Spucke sitzt.
Tja, jetzt hat es ein Nachspiel. Jeder, der diese Süßigkeiten gegessen hat und sowas, verwandelt sich in einen Esel. Die werden versklavt und verkauft und so weiter. Nur Pinocchio verwandelt sich nicht komplett, weil er halt, ja, aus Holz besteht, ein noch nicht kompletter Junge ist. Und wir werden gejagt und ich finde diesen Sound so richtig geil, ne? Guck mal. Wie asozial, oder? Und diese Esel, die helfen mir auch. Die ja vorher Kinder waren. Oh. Oh Mann. Oh, da kann man sich ja dran verletzen. Das wusste ich gar nicht mehr. Dieses Level mochte ich einigermaßen. Andererseits ist es nervig wegen diesen Gegnern hier. Nein, nein, nicht treffen lassen. Schön klettern, Pinocchio. So, den haben wir schon mal beseitigt. Da können wir nicht hoch, schade. Dieser Soundtrack. Boah, Leute. Hier müsst ihr aufpassen, die Brücke stürzt ein. Und wenn die Typen euch erwischen, ne, dann packen die euch am Kragen und schleudern euch. Und dann fallt ihr runter und dann kann es sein, dass ihr den Großteil des Weges nochmal neu gehen müsst. Ah. Ja, hier macht es auch zum ersten Mal eigentlich, finde ich, Sinn, diesen Tritt da zu machen. Alter, das wusste ich gar nicht mehr, dass sie... Nein, nein, lass mich los. Ich wollte sagen, ich wusste gar nicht mehr, dass sie mich hier verfolgen. Okay, gut zu wissen. Dann greife ich sie lieber mal an, ne? Da oben sind da noch jede Menge. Alter Schwede. So, den hätten wir auch schon mal. Och nö, komm. Jetzt sag nicht, der schleudert mich zum nächsten und der... Okay. Ey, ich hab doch schon den Angriffsknopf gedrückt, ihr habt's gesehen. So, weg mit dir. Nein, 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 nein. Komm, komm, komm. Verdammt, jetzt kommen hier Steine runter. So, Pinocchio, du schaffst es. Oh nein, die Möwen, haut ab. Lass mich in Ruhe. Na, boah. Ich versuche so wenig Energie wie möglich zu verlieren. Können wir hier cheaten? Nee. Ich wollte eine Abkürzung nehmen, aber geht nicht. Gleich kommt hier aber eine Situation, die kennt man auch aus dem Cartoon. Ja, also aus dem Film. Die fand ich sehr cool, dass sie die hier auch gezeigt haben. Oh, Mann. Wohin? Blind Jump oder was? Was war das denn jetzt? Ich habe keinen Schimmer, ob wir hier hin müssen. Hier gibt's doch Energie, ne? Aber nicht nur Energie, auch Gegner. Hau ab. Alter, kommt der von hinten? Ah, der macht uns tatsächlich damit auch Schaden, wenn er uns am Kragen packt. Okay. Hau ab! Warum greift er uns jetzt schon an? Hier kommt die Stelle, glaube ich, gleich. Ja. Ah, ja, geschafft. Ne? Kamen wir da nicht von eben? Ach so, ich hätte nach links gehen müssen. Es hat mich jetzt gerade verwundert, dass die Dinger mich nicht angegriffen haben. Boah. Weg damit. Hier war das, glaube ich, ja. Da. Quasi so eine Art Bossgegner. Boah, ich hasse den, ne? Ich finde den so fies. Aber der kriegt seine gerechte Strafe. Hau ab. Da. Unser Kumpel hilft uns. Hau rein. Oh nein, jetzt kommt eines der Level. Boah. Eines dieser Level. Manometer. Oh, oh, oh. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Ja, wir sind jetzt unter Wasser. Wie ihr sehen könnt. Da wir einen Brief bekommen haben, dass unser Vater verschlungen worden ist. Und wir uns auf dem Weg machen, ihn zu finden. Ich muss sagen, diese Mechanik und so, ich finde es cool. Es hat etwas. Und desto mehr Muscheln man sammelt, desto schwerer werden wir und landen dann hier unten. Oh.
Das fand ich auch irgendwie, das hatte was. Keine Ahnung. Das ist so ein Element, das sieht man nicht so oft in Spielen. Dass man was sammelt im Wasser und dass man dann auf einmal unten ist. Und der hier, ne? Der Gegner, der da hinter uns war, der brüllt uns an und kann uns in die Schlucht zum Beispiel befördern. Wir müssen uns auch beeilen. Nach einer Zeit haben wir keine Muscheln mehr und landen dann oben. Die Dinger fand ich auch ganz cool. Die schleudern uns halt hin und her. Hier kann man eigentlich nicht getroffen werden. Oh, außer bei den Gegnern. Hau ab, ey. Seht ihr? Der brüllt uns an. Das soll so ein Löwe sein oder so. Oh Mann. Komm schon. Meine Güte. Diese Scheiß... Wie nennt man die? Rochen? Ja, doch. Ich glaube Rochen. So. Energie. Ah, wieder ein paar Muscheln, damit wir gleich runterkommen. Aber Pinocchio hat immer noch diesen angsteinflößenden Gesichtsausdruck im Gesicht. Er befürchtet das Schlimmste, nehme ich mal an. Würde ich aber auch. Ah, wenn ein Elternteil, also ein Elternteil... Und wenn es auch noch das Einzigste ist, was man noch hat, oh, quasi verloren gegangen ist und man danach sucht, ist es selbstverständlich, oder? Hier habe ich keine Ahnung, was ich machen muss. Ich drücke einfach mal nach rechts. Boah, hau ab, ey. Aber das musste passieren, denn hier ist der Wal. Tja, unser Vater ist gefangen im Bauch des Wals und wir werden gejagt. Und diese Szene finde ich auch cool. Die müssen wir nämlich jetzt spielen. Und glaubt mir, sie ist alles andere als einfach. Komm her! Wir müssen uns ganz schnell nach vorne tasten, bevor uns natürlich der Wal erreicht. Wir müssen eine bestimmte Szene abwarten. Da war sogar die Katze. Hat auch schon Angst. Oh. Aber ich finde das abwechslungsreich. Mir macht es auf jeden Fall Spaß, diese Szene hier. Auch wenn ich sie schon sehr oft verkackt habe damals. Nein. Come on! Scheiß Löwenfisch. Seht ihr? Die kommen jetzt nämlich häufiger. Nein, nein. Los. Komm schon. Schildkröte. Ja, die Schildkröte ist am besten eigentlich. Boah. Ah, ihr habt's gemerkt. Was? Es hat funktioniert? Gerade noch? Gott sei Dank. Es hat funktioniert. Ich dachte, wir würden jetzt sterben. Aber wir sind genau da angekommen, wo wir hätten ankommen müssen. Ja, und da ist unser Vater. Ey, ohne Scheiß. Dieser Sound ist so genial, ne? Ich höre ihn so gerne. Vor allem Dingen müssen wir jetzt erstmal das Boot zusammenkratzen. Und das geht, indem wir diese Holzkisten kaputt machen, damit wir ein Floß bauen können. Alter. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele wir benötigen. Und ich fand den Soundtrack so geil, ne? Ich hatte so oft einen Ohrwurm davon. Ah. Und ich weiß nicht warum, ne? Normalerweise bin ich nicht so der Typ, der sagt, boah, von irgendwelchen Filmen irgendwelche Videospiele spielen. Aber vom Super Nintendo her, fand ich, waren da einige Spiele, die waren ganz gut. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wisst, aber dieses Spiel wurde auch produziert von Capcom. Ganz genau, von den Machern von Resident Evil. Und ja, ich spiele gerne Capcom-Spiele. Deswegen, damals habe ich da nicht so drauf geachtet. Jetzt achte ich da mehr drauf und ja, warum nicht? Zum Beispiel Aladdin ist auch von Capcom, so wie Mickey Mouse. Damals haben sie halt viel von Disney und so gemacht. Aber das muss ja nichts Schlechtes heißen. Ich finde, dieses Jump'n'Run macht definitiv Spaß. Hat auch eine lustige Geschichte und das alles nachzuspielen ist auf jeden Fall für Leute in meinem Alter schon damals sehr geil gewesen.
dass man dann so Spiele nachspielen konnte und man sich so denkt, boah geil, wie wär's mal mit Pinocchio rumzulaufen, auch wenn das alles heutzutage nicht mehr so, ja, nicht mehr so diesen Effekt hat. Heutzutage ist es eher, boah, ich will lieber Call of Duty spielen, da kann ich voll abgehen, da gebe ich denen Headshots und so. Aber ob das dann wirklich so extrem Nostalgie sein wird für diese Kinder, weiß ich nicht. Kann ich mir nicht ganz vorstellen. Zumal da sind die Soundtracks, finde ich jetzt persönlich, nicht so ganz cool. Ja, keine Ahnung. Ich spiele diese Spiele definitiv nicht so gern. Und naja, jedem das Seine, ne? Also als Shooter finde ich es halt, ist es auf jeden Fall nicht schlecht. Boah. Aber so persönlich, nö. Muss nicht unbedingt. Vielleicht mit mehreren macht's Spaß. Aber was soll's. Ach. Ihr Krabben, hä? So, wir haben schon einige Kisten. Oh, es fängt an zu blinken. Das heißt, wir haben, glaube ich, genug. Ich meine, wenn es anfängt zu blinken, haben wir genug. Ich nehme jetzt aber trotzdem ein paar mehr mit. Man kann nie wissen. So 20 nehme ich mit. Das ist halt für die Leute, die nicht wissen, wo es weitergeht, denke ich mir mal. Hier kommt aber noch eine schwierige Stelle gleich, also hier in dem Wal. Und zwar kann man ins Wasser fallen und da sterbt ihr dann. Ich habe keine Ahnung, ob das hier war. Boah, ich habe schon Angst, ihr merkt's. Hallo? Hau ab! So. Keine Ahnung, ich springe jetzt mal ganz nach links. Boah, ich habe jetzt gedacht, sterben wir jetzt. Hier müssen wir nämlich hin. Alter Falter. Seht ihr, das meine ich. Da kann man nicht genau wissen, wo die Dinger sind und man fällt dann ins Wasser. Verdammt. Schade. Ich weiß jetzt gar nicht. Sind wir jetzt direkt wieder am Anfang oder sind wir jetzt schon an einer anderen Stelle? Nee, ich glaube an einer anderen Stelle. Zumindest braucht man, glaube ich, 20 oder... Nee, man hat noch die, die man gesammelt hatte. Ah, okay. Heißt so viel wie, wir müssen die nicht mehr sammeln, nur noch den Ausgang finden. Und der Ausgang, der ist leider da, wo das Wasser unten ist. Ja, ganz genau. Dort wartet unser Vater Geppetto mit diesem gebauten Floß. Keine Ahnung, warum der da schon ein Floß hat. Dabei haben wir die Sachen gerade erst gesammelt und haben ihm die noch nicht mal gegeben, aber okay. Jedem das Seine, ne? Würde ich mal sagen. Alter. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob wir nach links oder nach rechts mussten. Ich habe so ein Gefühl, wir müssen nach links. Und dass ich jetzt gerade den falschen Weg gehe. Ich versuch's trotzdem mal. Damit ihr mal seht, aha, so weit geht das also. Komm schon. Ich habe so ein Gefühl, wir sind falsch, aber okay. Sollten wir sterben, wissen wir es. Und dann müssen wir einfach nach links gehen. Wow. Halleluja. Da muss man echt das Timing bestimmen. Verdammt, wir mussten nach links. Ah. Drückt mir die Daumen. Wir haben schon 6 Leben. Korrekt. Haben wir jetzt so viel gesammelt? Auf dem Weg hierhin. Hat sich das echt gelohnt? Ah. Ach, Leute. Aber wir können den Soundtrack noch genießen. Ja, so. Und noch eine Mütze. Alter Falter. Jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo wir hätten direkt nach... Ja, verdammt. Hä? Warum steht unser Vater hier noch nicht? Oh, wir müssen doch mehr sammeln. Hä? Oder mussten wir nach oben zu unserem Vater? Das verstehe ich jetzt nicht. Dann gehen wir nochmal ganz nach rechts. Tut mir leid. Dann müssen wir doch vielleicht alle sammeln. Oder doch mehr? Keine Ahnung. Ich bin jetzt überfragt. Hier wird ja einem kein Tipp oder keine Info gegeben. Das muss man alles ausprobieren. Und ich glaube, ich habe es jetzt so langsam raus, wie man hier springen muss. So. Ja, dann gehen wir... Moment mal, genau. Doch, wir haben genug.
Wir mussten nur den Wal dazu bringen, dass er anfängt, den Maul, also sein Maul zu öffnen. Und das machen wir, indem wir Feuer machen. Stimmt. Das kam ja auch in der Geschichte. Boah, wie lange habe ich Pinocchio nicht mehr geschaut? Stimmt, das Wichtigste habe ich ja tatsächlich vergessen. Deswegen war das Floß auch schon ready, nur unser Daddy nicht. Ah, wir hätten uns den Weg jetzt doppelt und dreifach eigentlich sparen können. Gleich kommt eh das Schwierigste und wenn wir das dann geschafft haben, haben wir das Spiel, glaube ich, auch schon beendet. So schnell kann es gehen. Aber ich glaube nicht, dass ich das First Try schaffen werde. Da ist er. Guck mal, wie ängstlich er guckt. So, ja, da wird jetzt erzählt, dass der Wal hinter denen her ist. Und das müssen wir jetzt nachspielen. Toi, 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 dass ich es schaffe. Hier muss man sich ducken und springen und gleichzeitig nach links drücken. Es ist nicht so einfach. Man muss auch gucken, welche Farbe diese Felsen haben. Wenn die so, ja genau, in der Farbe sind, muss man darüber springen. Das schaffe ich auch nicht immer. Man muss so einen Flow dafür entwickeln, nach einer Zeit. Hier muss man gegensteuern, indem man nach links gedrückt hält. Sonst wird man nämlich wieder gefressen. So, komm. Los, Pinocchio. Geppetto, wir schaffen das. Irgendwo gibt es auch einen Checkpoint, den man nicht sieht. An einer gewissen Stelle, weil später wird es extrem schnell. Oh, Mann. So, wieder nach links gedrückt halten. Nur nicht fressen lassen. Pinocchio, Geppetto, ihr schafft das. Nein, nein. Oh, das war Fail. Da hätte ich nicht springen dürfen. Ich glaube, es kommt immer ein Checkpoint in dem Moment, wenn der Wal sich verzieht. Glaube ich zumindest. Und da ist er wieder quick lebendig. Ja, ich glaube schon, weil dementsprechend ist das Ganze hier ein bisschen schnell. Oder? Ja, ich glaube schon. Oh, ich hätte fast wieder ducken gedrückt. Es war knapp. Boah. Nein, nein. Das Schlimme ist auch noch, man verliert ein Leben. Könnt ihr euch das vorstellen? Man verliert ein Leben. Nee, nee, nee. Aber die gute Fee ist auf unserer Seite und hilft uns. Vielen Dank dafür. So. Nur nicht aus dem Taktgefühl kommen. Ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Jetzt wird es nämlich extrem schnell. Ich verkacke immer die Stelle. Ich muss mir das auswendig merken, sonst schaffe ich das nicht. Naja, sagen wir es mal so. Es ist das Ende. Und ich finde, da darf man verkacken, oder? Das ist das Schwierigste quasi so gesehen im Spiel, normalerweise. Okay. Auf ein neues. Los, Pinocchio. Geppetto, wir schaffen das. So, jetzt kam Ducken, Ducken, glaube ich. Ducken? Ducken, weil ich habe mich an den unteren Stein orientiert, aber... Naja. Verdammt, ich bin gesprungen, aber ich habe es nicht mehr geschafft. Oh. Das ist, weil die Felsen mich verarschen. Man sieht die ja vorne im Vordergrund. Und danach gehe ich immer. Aber, weil am Schluss, das ist wirklich jetzt das Ende. Danach hat man es geschafft, wenn ich diese Passage hier schaffe... Glaube ich zumindest. Und dann haben wir es hinter uns. Oder ich. Oder Pinocchio. Oder Geppetto. Wir alle haben es hinter uns. Komm. Ah. Das war unnötig. Es war so unnötig. Komm, bitte. Bitte, bitte. So, Konzentration.
Der Part oder das Longplay geht länger als wie geplant. Okay, mit einer Stunde habe ich gerechnet ungefähr. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so gut eigentlich durchkommen. Bis auf jetzt das Ende hier. Ich gehe jetzt aber mal extra ein Stück zurück, damit ich auch reagieren kann. Nein! Oh! Verdammt! Mann! Ich weiß gar nicht mehr, was passiert, wenn wir Game Over gehen. Ich hoffe, wir müssen das Spiel nicht nochmal neu spielen. Das wäre echt ärgerlich. Ich glaube aber nicht. Ich meine, man beginnt nochmal in dem Level, aber komplett am Anfang. Ich glaube, so fies waren die Entwickler doch nicht. So, jetzt wird es wieder so extrem schnell. Es kommen sogar diese Möwen und greifen uns an. Wie es aussieht, ja, haben wir es eventuell geschafft. Es sei denn, es kommt jetzt noch eine Passage. Ich habe keine Ahnung. Ja, kommt doch noch. Verdammt. Boah, wie fies. Scheiß Viecher. Ich kann die nicht leiden. So, ich glaube, jetzt ist aber das Ende, oder? Komm schon, ihr schafft das. Immer noch nicht? Alter Falter. So, komm schon, jetzt aber, oder? Viel fehlt uns nicht mehr. Ich spüre es. Lol. Haben wir es geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Puh. Oh nein, was ist mit unserem Vater Geppetto? Pinocchio, tu doch etwas. Müssen wir ihn retten? Ich habe keine Ahnung. Nein! Ich hab jetzt gerade... Ach so, die Bücher sollen Continuous darstellen. Ich hätte nicht nach links gehen dürfen, kann das sein? Och. Das ist dieser Entscheidungspart. Oh, Mann. Verdammt. Das muss ich alles nochmal neu machen hier. Echt jetzt? Sieht so aus. Verdammt. Mann, und ich hab's echt gedacht, wir schaffen's. Wir mussten nach rechts, wir mussten Geppetto, glaube ich, retten. Oder mussten wir da springen? Oh, nein. Nein. Ich wusste nicht mehr, was man da machen musste. Ich meine, wir mussten Geppetto retten. So war das doch auch im Film. Ich dachte aber, wenn wir nach links gehen, kommt automatisch irgend so eine Art Clip oder Bilderbuchgeschichte, wo gezeigt wird, dass wir ihn retten. Okay, schon da konnte man sich entscheiden, okay. So. Tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen langweilig ist, dass ihr euch das jetzt geben müsst. War auch nicht so von mir geplant, aber okay. So, komm schon. Wir werden schneller. Direkt kommt wieder diese Möwe, greift an. Ich hasse diese Viecher.
Tut mir leid, Leute, aber ich wollte gerade nichts sagen, weil das hier gerade extrem wurde. Los, ich konzentriere mich jetzt echt. Komm. Ah, die Stelle, da wird man, glaube ich, immer getroffen. Und? Ich bin voller Adrenalin, Leute. Ohne Scheiß jetzt. Es war ja klar, dass es noch nicht alles war. Da braucht man so ein krasses Reaktionsvermögen manchmal. Los, ich glaube, war es das jetzt? Nein, ich bin nicht gesprungen. Nein, muss ich jetzt nochmal alles machen? Bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Oh. Mein Herz pocht, Leute. Ich glaube aber ja, dass wir nochmal alles machen müssen. Es fühlt sich nämlich danach an. Wobei, nee, ich glaube nicht. Nein, ich musste springen. Doch, wir fangen in der Hälfte von diesem komischen Ausweichzeug da an. Nein, nein, nein. Das ist ein Longplay, das werde ich nicht schneiden. Auch wenn es so fies wie möglich ist. Das Ende ist halt schwer. Ich kann es nicht ändern. Und dass ich am Ende, wo ich es geschafft habe, so einen doofen Fehler mache, das ist echt traurig. Ich glaube, das ist schon einigen passiert. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommis schreiben, ob es euch auch schon passiert ist, wenn ihr das Spiel kennt und es gespielt habt. Und ich bin jetzt wieder doof. Das wäre so schön, dass man da auch rüberspringen könnte. Ja, yes. Ja, es fängt wieder natürlich von ganz Anfang an. Wie soll es auch anders sein? Ach so, okay. Doch, fängt von Anfang an. Ja. Ihr könnt damit rechnen, eine Stunde wird es dauern. Wenn es euch nicht mehr interessiert, müsst ihr einfach vorspulen. So, los jetzt. Das ist echt ein Bossgegner. Auf eine gewisse Art und Weise. Der echt das Spiel vermiesen kann. Weil man sich da einfach so schlecht nach einer Zeit fühlt, wenn man so oft verkackt. So, der Wal verzieht sich wieder, das heißt, wir können nach hinten. Hier wird es wieder langsamer, Gott sei Dank. Ja, diese Stellen... Oh nein. Alter, das sah so aus, als ob er darüber springen könnte. Warum funktioniert das nicht? Ja. Warum muss diese Passage sich so lang ziehen? Hätte es nicht irgendwie noch was anderes sein können? Okay. In dem Spiel kann man nicht wirklich einen Bossgegner einbauen, ne? Deswegen muss man das auf so eine Art und Weise machen. Sagen wir es mal so, es fordert unsere Reflexe. Ja, ich nehme es als Ansporn der Reflexe zuliebe. Okay, hier wird es schon schneller. Alter Schwede. Die Stelle kennen wir doch. Ich glaube... Ja, doch. Das war so eine Art Checkpoint. Ich meine, wir sind schon wieder ein bisschen weiter. Krass. Ich kann dabei angreifen. Geppetto, der paddelt alleine.
Ah, hier ist die Stelle, wo man getroffen wird. Okay. So, jetzt kommt nochmal der Wal. Oh Mann, hau ab. Warum, hä? Warum kam nicht, hä? Keine Strudel. Keine Ahnung. Egal. So, nochmal. Ah, wir haben es fast. Los. Hä? Diesmal kam wieder nur ein Strudel. Stehe ich jetzt nicht. War es das? Ja, es war's. Okay. Wir müssen also... Ja, wir haben den richtigen Weg gewählt. Meine Güte, ich hätte das schon längst schaffen können, Leute. Meine Güte. Stimmt, das sind die Prüfungen der Fee, warum, damit wir ein echter Junge werden, glaube ich. So war das. Stimmt, das waren diese Rosen. Ja, er rettet halt seinen Vater und so. Und es sieht so aus, als ob er tot ist, aber die Fee kümmert sich dann darum. Und er wird als Junge wiedergeboren. Als richtiger. Das, was sich Geppetto immer gewünscht hat. Und ein Happy End. Ja. Das sind die Credits. Verdammt, ich hätte es 10 Minuten früher schaffen können. Wirklich 10 Minuten. Aber okay. Eine Stunde für ein Longplay ist okay, oder? Eigentlich 30 Minuten. Ich hätte es, ja, in 35 Minuten hätte ich es schaffen können, wenn da nicht die Fails gewesen wären. Und der Pinocchio, der klatscht schon für uns. Ich hoffe, euch hat auch dieses Longplay gefallen. Aladdin wird auch noch kommen, Donkey Kong Country 2 und 3 auch. Teil 1 muss ich mir noch überlegen. Wenn ihr es euch wünscht, werde ich es natürlich machen. Ja, von Mickey Mouse werden noch zwei Teile dann noch kommen. Ja, was noch? Yoshi's Island wäre auch so eine Sache. Wie gesagt, ich habe es auch schon im vorherigen Longplay erwähnt, dass ich gerne Spiele, die im Longplay-Bereich für mich so sind, dass ich sie quasi als Speedrunner quasi durchlaufen kann, gleichzeitig in einem Part beenden könnte und aber trotzdem noch meinen Let's Play-Anteil, also Anteil, in dem ich quasi kommentiere und so, euch unterhalte. Ja, da ist so ein Zwischending, wisst ihr? Anstatt komplett Speedrunner oder komplett Let's Player sind diese dann so ausgewählt, dass ich sie nicht 100% durchspielen muss und dass ich sie schnell durchlaufen kann, aber trotzdem ein Projekt dabei rauskommt. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, im Großen und Ganzen finde ich Pinocchio ist ein ganz schönes Spiel, kann man mal spielen. Ist jetzt nicht so ein Ding, was ich jetzt häufiger spielen muss, aber ich mag es trotzdem. Ist auf jeden Fall knackig für ein Jump'n'Run definitiv. Also da muss man sich warm anziehen. Schließlich haben wir es doch noch geschafft. Und ich konnte euch auch zeigen, wenn man falsch entscheidet, dass man stirbt, das dürfen wir nicht vergessen. Daran habe ich auch gar nicht mehr gedacht, ohne Scheiß. Damals, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, da ist mir das auch passiert. Aber ich habe es als Kind nicht verstanden. Weil ich da nicht drauf gekommen bin. Ich habe da nicht nachgedacht, wisst ihr? Und ja, da war derselbe Fall. Aber hier habe ich es Gott sei Dank gemerkt. Andere denken, was? Wenn wir nach links gehen, wie können wir Geppetto retten? Müssen wir da gleichzeitig abspringen? Geht das? Nee. So geht's nicht. Naja. Longplay hin, Longplay her. Wir haben das Spiel durchgespielt. Gucken uns die Credits an, die jetzt nicht großartig berauschend sind, weil er da nur die ganze Zeit klatscht und in seinen X-Beinen da irgendwie am Rumstehen ist. Aber naja. Ja, Game Over. Hatten wir schon ein paar Mal, ne, am Ende. Aber okay. Ich drück mal weg. Mal gucken, ob irgendwas passiert. Nein. Dann möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter. Kommentiert, was das Zeug hält. Und ich hoffe, ich konnte euch einen Tag versüßen, in dem ihr was zu gucken hattet. Ja, ich würde sagen, haut rein und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Jump'n'Run Time.